Moin Leute und was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Produkttester. Heute mit einem weiteren Unboxing-Video. Ich habe mir wieder eine Campus-Tüte bestellt, die vierte jetzt für dieses Semester, was jetzt gerade war. Allerdings ist das eine spezielle Treue-Tüte. Daher habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal die Tüte, die ich zuerst genommen habe, Heidelberg, und schaue, ob sich da was verändert hat oder so. Ich hätte auch Dortmund oder Darmstadt nehmen können, wo ich die anderen zwei bestellt habe. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich werde sie euch wahrscheinlich auch unten verlinken. Da könnt ihr gerne mal reinschauen bei den drei. Und ja, ich werde mal ein bisschen so vergleichen. Und ja, aber nicht alle Tüten zusammen, sondern nur die Heidelberg-Tüte werde ich so vergleichen. Zum Teil. Wenn ich nichts sage, ist es neutral. Wenn ich was sage, wisst ihr, das ist neu. Wenn ich nichts sage, naja, dann wisst ihr nicht, was drin oder was nicht drin. Fangen wir mal an. Ja, wieder so dieses komische Ding. Dir gefällt deine Tüte, dann teile deine Campus-Tüten-Moment mit uns auf Social Media. Ja, mach mal. Wieder ganz viel Abfall. Ah, okay, ja. Okay, ich sehe, glaube ich, schon. Ja, Zahnpasta. Wieder mit einem Rabattcoupon, die es nicht abmacht. Zahnpasta, ja, gut. War, soweit ich weiß, die Tüten sind halt jetzt länger her, deswegen kann ich auch nur noch spekulieren. Ich habe mir meine Videos nämlich nicht mehr angeguckt. Ich glaube, war bisher in jeder Tüte drin, von daher top. Dann als nächstes, Marti, alles klar. So sieht das Ganze aus. Ja, nicht schlecht, schmeckt mir ganz gut. War, glaube ich, nur in einer Tüte drin. Ich weiß nicht, in welcher der drei. Deswegen schaut euch auf jeden Fall meine anderen Videos an. Ich weiß nur, dass es in einer Tüte auf jeden Fall drin war. Aha. Okay, ja. Das ist jetzt zum Beispiel schon die erste Neuerung der Treue-Tüte. Das kann ich sagen, das war in keiner Tüte drin ein Bleistift. Ja. Wieso nicht? Kann man immer gut gebrauchen. Okay, wieder so ein Bilou oder was das sein soll. Sorry. War, glaube ich, bisher in jeder Tüte drin. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ah, dann wieder diesen Erdnuss-Butter-Keks. Der war auf jeden Fall in jeder Tüte drin. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und nochmal so ein Bier. Auch nicht schlecht. Ja, bis jetzt sehe ich keine Veränderung zur normalen Tüte. Wie gesagt, das war jetzt Heidelberg. Ich glaube, das Bier war sogar in der Heidelberg-Tüte drin. Also bisher mal schön. Aha, okay. Red Bull war in der Tüte drin. In der alten Heidelberg-Tüte, das weiß ich. Ich hoffe noch sehr, dass ein anderes Red Bull drin ist. Das Cola Red Bull. Das war in einer der anderen zwei Tüten drin. So viel schon mal vorweggenommen. Ah, schon wieder so Müsli-Riegel. Ah, das sind wieder diese Peppers. Rauchteile. Auf jeden Fall schon mal sehr gut für jemanden. Ah, okay, ja. Alles klar. Ovo Malantina, das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist die erste Neuerung zur Treue-Tüte. Dies war nämlich nicht in der Heidelberg-Tüte normal drin, die Friends Edition. Es gab nämlich zwei verschiedene Varianten, die normale und die Friends Edition. Ich hatte zwar die Friends Edition genommen und da war das nicht in der Heidelberg-Tüte drin, aber in einer der anderen Tüten wahrscheinlich drin. Deswegen schaut euch gerne diese Videos auch an. Also die erste Neuerung wieder. Richtige Neuerung. Aha. Wieder Werbung. Ich glaube, da sind wieder Coupons dran. Jawohl. Und wieder Müsli. Jawohl. Das war ja auch nicht schlecht. War, glaube ich, in jeder Tüte drin. Ich weiß es nicht. Schaut euch auf jeden Fall, wenn euch interessiert, was in den anderen Tüten genau drin war, meine anderen Videos an, kann ich nur sehr weiterempfehlen. Noch mehr Lesematerial. Okay, Popcorn. Mensch, aha.
Eine Tüte hier leer. Alles klar. Da kann ich spoilern. Die war wirklich in jeder Tüte drin. Die hat jeder bekommen. Noch mehr Infomaterial, was kein Mensch braucht, hole ich schon mal raus. Kann ich dann nämlich das gleich als Mülltüte verwenden, weil da wird noch mehr Müll kommen, wie alles andere. Werbematerial und so. Aha. Nochmal ein Eistee und ich glaube, jawoll, mal eine andere Sorte. War nämlich in der alten wahrscheinlich was anderes drin. Okay, jetzt ist die Tüte hier leer. Und ich sehe eine weitere Erneuerung zur normalen Treue-Tüte. Friends Edition, pardon. Ein Edding, der war nämlich auch in keiner Tüte drin. Oder Textmarker, was das ist. Und Deo kann man immer gut gebrauchen. Weiß ich jetzt nicht mehr, ob es in den anderen Tüten drin war. Dann noch mehr Müll. Dann komme ich zur ersten richtigen Erneuerung. Und zwar nochmal so eine Tüte, die dieses Mal auch gefüllt ist. Bin ich schon gespannt, was drin sein wird. Ich greife was raus. Aha, auf jeden Fall nochmal eine treue Edition-Erneuerung. Und zwar ein Buch. Hatte ich bisher auch noch nicht. Drin, glaube ich, keiner. Ich vergleiche es immer so ein bisschen, dass ich es fürs nächste Mal weiß, welche ich mir holen soll. Aha, wieder so eine Limo. Nice, trinke ich gerne. Aber glaube ich, in keiner Tüte drin. Keine Ahnung. Nochmal so ein Bilou. Nochmal ein Bier, aber ich glaube, diesmal ein anderes. Jawohl, das ist ein Weizenbier. Noch eine Ovomaltine-Creme-Suppi. Nochmal ein Keks. Jetzt kann ich das schon mal rausholen, ob da das macht. Oh, au, oh, wow, wow, wow. Nochmal ein Bier. Nice, und sogar ein Bier, welches ich noch nicht kenne. Überhaupt nicht. Ich glaube, das war wirklich schon keiner Tüte drin. Also eine Erneuerung, weitere. Super. Aber ich glaube, ich sehe das Einzige, was hier jetzt mal nicht drin sein wird. Aha. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber nehme ich auch mit. Und nochmal Müsli. Nochmal ein Eistee. Und was das sein soll, das scheinen frische Tücher, Erfrischungstücher oder so zu sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht schlecht. Das scheint ein Notizblock. Ah, das ist sehr gut. Kann ich wirklich gut gebrauchen. Supi. Und nochmal ein Energieriegel. Und die letzten Sachen. Noch ein Energieriegel. Nochmal so. Zigarettenpapier oder was das sein soll. Und noch ein Deo. Oh, oh. Ein Feuerzeug sogar. Cool. Geht sogar. Nice. Kann ich gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Top. Das war auch schon hier. Das heißt, da tue ich jetzt die auch mal beiseite und schiebe mir das nächste rein. Okay. Da ist jetzt irgendwas rausgefallen. Okay. Ein Klopfer ist rausgefallen. Nicht übel. Ja, ich verrate jetzt nichts. Aber ich meine, in einer Tüte war es drin. In welcher weiß ich nicht mehr auf. Deswegen, ja. Daran sieht man mal, es unterscheiden sich auch die Tüten. Und ich habe nochmal so eine Tüte bekommen. Davon habe ich jetzt echt genügend. Nochmal so ein Marti. Nicht schlecht. Nochmal so ein Klopfer. Nochmal so ein Rebell-Teil. Aha, jawoll. Genau das, was ich wollte. Red Bull Cola. Sag mal, die wollen mich doch dick machen. Noch eine Ovola Lamantine. Drei Stück jetzt schon, okay. Ich hab's mir echt besser erhofft. Aber da kommt ja noch was. Noch ein Bier.
Noch ein Bleistift. Noch ein Bier. Noch mehr Lesekram, nochmal ein Müsli. Nochmal so verschiedene Kurzahack. Für Kaffee oder jetzt? Ah, okay. Ja. Müll, alles Müll, okay. Ja, hier ist noch. Nochmal irgendwie eine Creme oder was auch immer das sein soll. Noch ein Tee, nochmal so ein Stingenskirsch. Nochmal ein Bilou. Noch ein Feuerzeug, nochmal ein Riegel und nochmal das hier. Was soll ich jetzt zu der Hideback-Tüte sagen, treue Tüte? Es war ein dummer Fehler, die zu bestellen. Ich hätte lieber eine komplett neue Universität nehmen sollen und mich überraschen lassen, was drin war. Was habe ich jetzt gesehen in anderen Tüten? Waren Suppen drin, waren so für Pudding zu machen drin. Ja, so Sachen hätte ich mir auch mal in der treue Tüte gewünscht, aber was soll's. Fürs nächste Mal weiß ich's, wenn das Wintersemester startet. Das war jetzt das Sommersemester. Das Wintersemester startet. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, welche Tüten ich mir bestelle. Bestelle ich keine Heidelberg-Tüte mehr. Keine. Da werde ich mir mal vielleicht Berlin oder so bestellen. Mal gucken, was da so drin ist. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo lassen könntet. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!